Er kommt in den besten Familien vor. Er kann ganz klein anfangen und plötzlich riesengroß werden. Manchmal kommt er sogar täglich, entfacht seine Flamme an immer wieder den gleichen Themen. Der Streit. Besonders Familien geraten immer wieder in streitige Auseinandersetzungen. Das Kind will dies, die Eltern aber das. Ja, und schon geht es los. Fröbel-Podcasterin Henrike Ortmann geht im Gespräch mit Fröbel-Fachberaterin Annette zu Solms der Frage nach, wie man heftige Auseinandersetzungen frühzeitig abfedern kann und wie in manchen Situationen Hilfe von außen wirken kann. Liebe Annette, letztes Mal haben wir uns über Erziehung und Beziehung unterhalten. Heute wollen wir über das Thema Streitkultur sprechen. Streiten gehört zum Miteinander dazu. Wahrscheinlich umso mehr, je näher man sich steht. Ich persönlich kenne jedenfalls keine Familie, in der es nicht regelmäßig zu Konflikten kommt. Kleineren und größeren. Und niemand der Beteiligten findet das wirklich angenehm. Hat Streit denn einen Sinn? Also mal abgesehen davon, dass man sich danach so schön vertragen kann? Also ich finde das Wort Streit nicht so glücklich. Ich bin da eher für das Wort Konflikt. Und was die aus der Sicht der Kinder betrifft, ist das ganz klar natürlich ein Grenzen abstecken, Grenzen erkennen, Grenzen mit Grenzen umgehen lernen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich immer, es sind mindestens zwei Individuen, die sich begegnen. Und das sind immer Unterschiede. Insofern gehört natürlich die Auseinandersetzung, Konflikt, wie auch immer, grundsätzlich zum Leben. Also wenn zwei Menschen aufeinandertreten, kann es immer unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen und so gehen. Wenn wir aber jetzt auf Erziehung uns fokussieren, und dann müssen wir erstmal angucken, was passiert eigentlich bei den Kindern? Wir haben ja schon gesagt, wenn das Kind entsteht, entsteht es in einem Menschen, es ist also ein Körper, dann wird es geboren, es wird entbunden, es ist noch ganz am Anfang ganz nah dran und langsam erkennt das Kind für sich, dass es ein eigener kleiner Mensch ist, ein Ich ist. Und in dem Moment, wo es begreift, dass es selbst ein kleines Ich ist, gibt es natürlich auch ein Außen. Und damit geht im Grunde genommen die Auseinandersetzung dann los. Was heißt das? Wo ist da die Grenze? Wieso kann ich das Eis, was da liegt, nicht haben, wenn es doch da ist? Warum? Wer bestimmt das? Wieso kommt das? Dabei kommt nicht bei dem Kind an, ja, das ist was Süßes, das kannst du nicht, das sollst du nicht so viel haben. Wir müssen gucken, wann du das mal haben kannst, nicht heute und so. Das kommt bei den Kindern meistens gar nicht an, sondern das ist doch da. Und ich möchte das und ich kann laufen, ich kann da hingehen und ich kann es mir holen. Und so ist im Grunde genommen dieses Stück für Stück größer werden und erwachsen werden immer ein Austesten mit den Grenzen. Wie weit geht es? Wo ist ein Ja und wo ist ein Nein? Und warum ist das Nein da? Dazu kommt natürlich, was bin ich für ein kleiner Mensch? Da gibt es eben diese Temperamente, die es immer wieder probieren. Stimmt das wirklich, dass ich nicht an den Computer gehen darf? Stimmt es auch heute? Stimmt es auch heute Abend? Stimmt es auch morgen? Also immer wieder das Gleiche. Und da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass wenn das tatsächlich seinen Grund hat und klar ist, dass derjenige, der eben in dem Erziehungsprozess mit dem Kind steht, sagt, es ist ein Nein, es bleibt ein Nein. Auch heute, auch morgen, auch übermorgen. Das ist natürlich für das Kind unheimlich wichtig, um das zu begreifen. Hier ist wirklich eine Grenze. Oder dieses mit Anziehen, warum darf ich wirklich nicht die Sachen anziehen, die ich anziehen möchte und so. Da muss man als Erwachsener, als derjenige, der in dem Prozess ist, ganz klar sein. In dem Moment, wo das Kind eben etwas älter wird, also sprich so 2, 3, kommt die Sprache dazu, kommt die Selbstständigkeit, sich selbst die Welt erobern zu können dazu. Das sind Momente in der Entwicklung, die sind unheimlich gewaltig für ein Kind. Und da gibt es überall wieder neue Grenzen. Und das ist das berühmte Trotzalter, wo auch noch dazu kommt, dass in diesem kleinen Menschlein die ganzen Hormone sich auch noch zurechtruckeln müssen. Das heißt, wenn dieses Kind sich aufregt, dann kriegt das so einen Adrenalinschub und einen Schub von diesen Hormonen, die also wirklich dieses Kind wirklich in Aktion bringen. Das ist out of order. Das steht so ungefähr unter Drogen. Deswegen sind diese Kleinen im Trotzalter so nicht mehr zu erreichen. Das heißt, da muss man nicht nur ganz klar sein, sondern auch ein bisschen dieses Kind durch diesen Stress begleiten. Und auch natürlich dem Kind mal sagen, das ist für dich jetzt wirklich echt schwer, da durchzukommen. Aber es ist so. Und wir zusammen in der Haltung, wir schaffen das zusammen. Desto älter die Kinder werden, desto mehr kommt natürlich der Verstand dazu.
Übrigens nachher in der Pubertät ist das auch nochmal mit den Hormonen schwierig. Da kann das auch nochmal out of order sein, die Kinder. Aber das ist vor allen Dingen das Besondere in dieser Trotzphase, weil sie eben die Autonomie entdecken, die Welt entdecken, sich entdecken. Und das müssen sie manchmal wirklich bis zur äußersten Grenze ausprobieren. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass man für sich selber klar ist. Einmal muss ich klar sein, warum sage ich ja? Warum sage ich nein? Warum sage ich, weiß ich das noch nicht oder so? Das heißt, eine eigene Auseinandersetzung, wo sind für mich wirklich die Grenzen? Die andere Auseinandersetzung ist natürlich mit einem selbst, wenn das Kind jetzt dreimal dasselbe sagt und ich will aber doch, warum regt mich das so maßlos auf? Da kommt wieder das innere eigene Kind, warum fühle ich mich persönlich so angegriffen? Das ist eine Schwierigkeit, wo man selber mit klarkommen muss. Wieso bin ich so wütend auf dieses Kind? Denn wenn ich das eigentlich verstehe, was in dem Kind losgeht, kann ich da natürlich zwar klar und nicht gerade freudestrahlend mit diesen Auseinandersetzungen umgehen, aber ich kann trotzdem einfach mir sicher sein. In dem Moment, wo das Kind eben sagt, du bist gemein, du bist fiese und ich will trotzdem und bei Papi ist das alles viel besser oder mein Freund darf das auch und so, dann kann es ganz leicht sein, dass man sich persönlich angegriffen fühlt. Und das ist der Punkt. Da muss man natürlich hingucken. Warum, wieso, weshalb? Warum reg ich mich darüber so auf, wenn ich das von meinem Kind höre? Da ist wieder die Schleife zu einem Selbst, zu der Selbstreflexion. Wo lohnt sich aus deiner Sicht ein Konflikt und wann auch streckenweise nicht? Also es gibt natürlich Konflikte, die immer wieder kommen. Und da ist es meines Erachtens gut, dass man auch dann ein bisschen vorbereitet. Wenn man weiß, dass es morgens beim Anziehen immer wieder Stress gibt, dass man schon abends dann sagt, so, also wie wollen wir das jetzt morgen früh machen? Es war die letzten Tage wirklich so schwierig. Wie wollen wir das besser machen? Das Kind mit einbeziehen. Oft kommen die auch auf tolle Ideen. Dann sagen sie, kann ich heute Abend mir das schon überlegen? Ich möchte, dass mindestens zwei Haufen da sind, damit ich morgen früh mich zwischen den drei Haufen entscheiden kann. Oder ich weiß es nicht. Aber wenn man die mit einbezieht und mit denen das bei immer wiederholenden Konflikten vorher bespricht, ist oft ein bisschen die Luft raus. Es gibt dieses schöne Beispiel, wenn die Kinder sich nicht anschnallen wollen im Auto, ne, und man muss eben nun los. Wenn man das weiß, dass es momentan ein Thema ist, dann kann man das schon von vornherein sagen, so wenn wir jetzt aber losfahren, dann haben wir wirklich nur die Zeit, dahin zu fahren. Bist du bereit? Kannst du dich anschnallen? Du musst dich anschnallen, sonst brauchen wir gar nicht los. Oder das Kind sagt doch und ja und ich will, aber man merkt, dass sie noch nicht so weit sind, dann muss man sich die Zeit dafür nehmen. Dann muss man 10 Minuten eher losgehen. Das heißt, du plädierst dann nicht für die Überfalltaktik. Es gibt natürlich auch Momente, wo eine Überfall insofern sein muss, weil es einfach extrem notwendig ist, aus welchem Grund auch immer. Aber dann ist es so, dass es natürlich, und das ist die Schwierigkeit, ist es meine Wut? Oder ist es eine Notwendigkeit aus der Sache heraus? Ich glaube, wir selber haben immer einen ganz kleinen Moment, und die meisten kennen das von sich, wo es bei einem selber überklickt, dass man wirklich innerlich so wütend wird. Das merkt man, dass die ganzen Muskeln sich anspannen und man eigentlich die Zähne zusammenbeißt. Jetzt ist Schluss. Da ist natürlich bei einem selber auch hormonmäßig was los. Und die meisten machen eigentlich genau das Richtige auch, dass sie zum Beispiel richtig mit dem Fuß aufstampfen oder auf den Tisch donnern. Das heißt im Grunde genommen, den Muskeln einmal den Stress nehmen, das Adrenalin quasi loswerden. Wichtig dabei, dass es natürlich irgendwo ist, dass es niemandem wehtut und nichts kaputt geht. Da gibt es Tricks, dass man die Knie zusammendrücken kann oder sich an die Wand drücken kann oder auf den Boden drücken kann, damit man diesen Adrenalinstoß ungefähr los wird und es nicht irgendwo in die falsche Richtung geht. Und diesen Moment, auf den muss man achtsam sein, denn dann geht das in eine Richtung, wo man selber auch ganz leicht out of order sein kann. Und das darf natürlich nicht passieren. Nicht in dem Moment, wo es darum geht, dass man mit einem Kind zusammen ist und mit erzieherische Geschichten geht. Das stelle ich mir ein bisschen vor wie eine Entladung, was du gerade beschrieben hast. Ne? Genau. Den Moment erkennen, wo ich merke, der Schalter legt sich um, finde ich ein ganz wichtiges Thema, ne? Weil man da ja oft nicht mehr zurückkommt dann oder sehr schwer nur zurückkommt. Das heißt, wenn man feststellt, dass da staut sich was an und gleich legt sich der Schalter um, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Gehe ich dann aus der Situation raus als Mutter, Vater, sorgeberechtigte Oma? Oder kann ich das in Gegenwart des Kindes auch irgendwie lösen? Denn es ist ja nicht immer gut, das Kind allein zu lassen in der Situation, genau, oder? Also auch da gibt es sicherlich keinen goldenen Weg, weil es genau auf das Kind natürlich drauf ankommt, auf das Alter des Kindes, auf die Situation und so weiter und so fort.
Und auch natürlich auf den Typ, den man selber ist. Es gibt Menschen, die können dann einfach nicht aus Wut auf Fuß auf den Boden stampfen oder sowas, nicht? Oder sich gegen die Wand drücken oder so. Da gibt es verschiedene Tricks. Man kann zum Beispiel wirklich einmal kurz sagen, Moment, jetzt suche ich mir mal ganz schnell drei Farben im Raum oder wo ist alles blau? Also, dass man sich irgendeine Strategie überlegt, die zu einem passt. Was kann ich jetzt tun, damit ich davon runterkomme, damit ich wieder klar denken kann? Weil wenn der Kippschalter umgelegt ist, passieren auch Dinge, die nicht sein sollen. Meistens zumindest. Nicht immer, aber meistens ist es so. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man seinen On the Top kennt und weiß, wie man damit umgehen kann. Für einige ist das gut, einen Schluck Wasser zu trinken in dem Moment. Ein kaltes Glas zu nehmen und einfach was zu trinken, weil in dem Moment konzentriert man sich aufs Trinken. Oder es gibt auch, vielleicht jeder muss für sich das rauskriegen, dass man was, was ich in der Tasche hat, immer einen Stein, den man an was ganz Schönes erinnert, wo man sagen kann, jetzt halt ihn mal gut fest, was verbindest du damit? Das sind wirklich, in Sekunden geht das ab und das muss man, da muss man für sich eine Strategie finden. Hat man diesen Punkt mal verpasst, dann muss man wirklich natürlich sich zusammenreißen, dass das nicht in die falsche Richtung geht, das ist das eine. Und das andere ist... Was meinst du mit der falschen Richtung? Dass es gegen das Kind geht. Ach so. Weil... wir selber haben uns dann nicht in den Griff. Und das ist, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn man dann mal übertreibt oder auch mal schreit oder zu laut schreit, dass man natürlich nachher das sagt, das war ein bisschen doof vorhin. Ich war auch nicht so gut drauf. Das müssen wir das nächste Mal anders machen. Und wenn man den Zeitpunkt hat, alles ist in Ordnung. Nach dem Streit, wie du schon sagtest, die Versöhnung ist ganz wichtig, dass man sagt, ach, das war echt doof jetzt, das war echt schwierig für beide. Aber wir kriegen das hin und... vorbereiten vielleicht für das nächste Mal, wenn es eben was kommt, was sich immer wiederholt. Und das, was ganz wichtig ist, dem Kind immer zu signalisieren, die Zuversicht, du schaffst das. Du kriegst das hin. Du wirst verstehen, warum ich nicht Auto fahren kann, wenn du nicht angeschnallt bist. Du wirst verstehen und das annehmen, warum ich dich nicht jeden Abend stundenlang Fernsehen gucken lassen kann. Du wirst es irgendwann verstehen und annehmen. Ich nehme an, das macht keinen Sinn, es in der Situation zu sagen. In der Situation bringt das überhaupt nichts. Gerade natürlich bei so Kindern, die völlig out of order dann sind. Es bringt einfach nichts. Aber man kann vorbereiten. Man kann mit Sicherheit sagen, wie wollen wir das heute Abend machen? Ne, wir haben ja das und das so und so besprochen und so. Und gestern war das ja ein bisschen doof. Und vorgestern, wie machen wir es heute Abend? Und dann kommt vielleicht was von dem Kind, was ganz anderes. Man sagt, ja wunderbar, so können wir das machen. Das ist eine gute Idee oder so. Und auch klar besprechen. Und wenn das nicht klappt, was dann? Das ist oft sehr hilfreich und die Kinder sind dann dabei. Die fühlen sich gesehen und die begreifen auch, dass wir das im Kopf haben, dass es gestern so schlimm war. Also die fühlen sich ernst genommen und mitgenommen natürlich auch. Und gesehen. Und gesehen, genau, ja. Ja. Das heißt, man sollte auch Konflikte mit Kindern nochmal nachbesprechen, ja, oder... sollte man lieber gucken, konstruktiv, positiv in die Zukunft blicken mit Bezug auf den Konflikt? Also das ist vor allen Dingen dieses Nachbesprechen oder beziehungsweise Vorbereiten, wenn Konflikte sich immer wiederholen. Mhm. Es gibt ja diese Konfliktschleifen, einfach das Alter bedingt durch verschiedene Sachen. Das ist immer wieder, ob das nun das Zähneputzen ist oder was weiß ich was. Da kann man sicherlich einfach außerhalb von solchen Konfliktmomenten das einmal gut miteinander besprechen. Es gibt andere Konflikte, die sind in dem Moment, wenn die gelaufen sind, dann sind sie gelaufen. Und wenn man weiß, das Kind weiß das eigentlich, da muss ich gar nichts mehr zu sagen, dann ist das auch irgendwo klar. Bei älteren Kindern, wenn man das schon 5000 Mal mit denen besprochen hat, dann muss das nicht noch ein 6000 Mal zu sein. Dann ist das einfach klar. Und gerade wenn die Kinder älter sind, kommt ja viel mehr Sprache noch dazu, also Auseinandersetzung, was übrigens das große Problem ist der Kinder aus dem Trotzalter, weil die Sprache nicht haben und die ganz verzweifelt oft sind. Aber desto älter die sind, desto mehr Sprache kommt dazu und desto mehr versuchen auch den anderen zu überzeugen und so. Und wenn die Kinder das Gefühl haben, dass ihre Argumente aber gehört werden und man sie mit aufnimmt, dann ist das auch quasi eine Beteiligung, dass sie das Gefühl haben, die werden beteiligt daran und sie können auch was gestalten mit. Und wenn es dann der Punkt gibt, wo man aber sagt, nee, ich kann es heute noch nicht entscheiden, lass mich darüber nachdenken, ist das auch in Ordnung. Wichtig ist, dass man da dazu kommt und sagt, du, gestern, wir haben es ja überlegt, also ich habe mir nochmal hin und her Gedanken gemacht und ich denke, du, so wäre das vielleicht ganz gut. Siehst du das auch? Können wir das so machen? Kriegst du das hin? Es kann sein, was heute gut läuft, läuft morgen nicht mehr gut. Das ist der Lauf des Lebens, der Entwicklung, der Veränderung und natürlich auch des Erwachsenwerdens von einem Kind, klar.
Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Argumentation zurückkommen. Mhm. Du hast gesagt, die Argumente der Kinder hören und die Argumente der Kinder wahrnehmen. Muss ich denn umgekehrt als erwachsene Person immer Argumente haben für Entscheidungen, die ich treffe? Muss ich die sofort haben? Klar, wenn die Kinder größer sind, kann ich sie vielleicht vertrösten mit einer Erklärung, Erläuterung, mit dem Satz, ich muss noch mal drüber nachdenken, ich melde mich noch mal bei dir. Muss ich alles begründen? Also ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit der Beziehung zu tun. Denn wenn man einem Kind mit 2, 3, 4 Jahren alles erklärt, kann das sein, dass dieses Kind da wirklich ganz durch den Wind ist, so ungefähr. Wenn das Kind aber ganz klar Vertrauen zu der Person hat, zu der Mutter, zu dem Vater, dann kann man auch ganz klar sagen, nein, das geht nicht. Weil das Vertrauen, das Kind spürt, das hat einen Grund. Das ist, da steckt was dahinter. Und das kann dann das Kind annehmen. Wenn es allerdings so ist, dass es heute mal ja und morgen mal nein ist, dann ist das Kind verwirrt. Und dann kann es sein, dass es immer wieder das austestet, weil es sich nicht sicher sein kann. Das ist der sichere Hafen, diese Kraft, die Stärke, die vorne sein muss. Und wenn dann nachher die Argumente dazukommen, dann muss man mehr in die Auseinandersetzung gehen. Dann kommt die Sprache dazu, ja. Das Diskutieren. Gibt es Floskeln, die dir so einfallen, wo du sagen würdest, die sollte man vielleicht vermeiden? Also ich lege mal vor, mir fällt ein, dass meine Eltern häufig gesagt haben, das wirst du verstehen, wenn du selber Kinder hast. Und das war für mich natürlich viel zu weit weg. Genau. Es ist natürlich was Wahres dran, aber es ist für ein Kind kein Argument, weil da bin ich noch gar nicht. Ne? Ich will jetzt es verstehen. Und das hat natürlich auch wirklich mit der Basis, mit der Beziehung zu tun. Ne? Dass man innerlich als Kind dann schon weiß, ja, irgendwann werde ich das vielleicht verstehen, auch wenn es jetzt nicht so ist. Und die Klarheit des anderen, es geht aber nicht. Es geht nicht. Und wenn du die Argumente oder das Warum nicht verstehst, dann musst du das erstmal so annehmen. Und wie lange sollte ich das aushalten? Wie häufig sollte man es sagen? Denn man sieht immer wieder Szenen oder hat sie auch selber schon durchgemacht, wo man sich dann wirklich in der Endlosschleife befand. Es war keine Lösung in Sicht. Es hat sich eher immer mehr aufgeschaukelt, die Situation. Was kann man dann machen? Wie lange sollte man es aushalten? Und wann sollte man sich auch zurücknehmen und sagen, gut, ich schweige jetzt dazu? Ich glaube wirklich, dass es nach einer Weile auch alles gesagt. Das darf man allerdings dann nicht irgendwie arrogant sagen, also jetzt ist Schluss, ich habe jetzt alles gesagt, sondern es ist alles jetzt gesagt. Es ist jetzt klar, jetzt musst du wirklich das annehmen und Schluss. Also das glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass es eine Klarheit ist. Denn in dem Moment kriegt das Kind ja auch dann mit, jetzt bin ich wirklich an der Grenze. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, kann man sagen, wir können in 2 Monaten nochmal drüber sprechen. Das kann man sicherlich machen. Es muss ein Zeitplan sein, der für das Kind greifbar ist. Okay, dann habe ich vielleicht nochmal eine Chance. In der Zeit gibt es wieder eine Entwicklung, es gibt neue Gedanken dazu und man kann sich neu wieder da begegnen. Aber da kann man natürlich als Elternteil ganz klar sagen, nee, jetzt diskutieren wir nicht mehr. Jetzt ist, glaube ich, wirklich Schluss. Wir haben alles gesagt. So ist das jetzt und damit gut. Und dann kann man natürlich auch, je nachdem, wie alt die Kinder sind, bei Kleinen ist das natürlich nicht angebracht, aber bei Älteren kann man sagen, ich werde sehen, vielleicht bin ich in 4 Wochen tatsächlich anderer Meinung, aber heute nicht. Wenn zum Beispiel es daher geht, um Zeiten nach Hause zu kommen und so, solche Sachen, ne? Das ist da, wo es dann in der Pubertät losgeht. Da kann man, finde ich, auch als Erwachsener sagen, ach, ich muss mich da erstmal auch rantasten. Es nützt nichts, wenn ich dir jetzt irgendwie eine Uhrzeit sage und morgen denke ich, das ist eigentlich Quatsch. Sondern warte ab, ich muss darüber noch nachdenken. Mal sehen, ob du dahin darfst oder ob du, was weiß ich, wann du zu Hause sein musst oder so, solche Sachen. Dann macht es Sinn, selber wieder auf das Thema zurückzukommen, also Flucht nach vorne sozusagen? Auf jeden Fall. Mhm. Also das ist für ein Kind immer wichtig mitzukriegen, die Mutter oder der Vater oder wer auch immer ist dabei. Mhm. Der denkt daran, der vergisst mich nicht und das, mein Thema. Und dann merkt man auch, ist es für das Kind noch wichtig oder nicht. Und das ist der Unterschied natürlich zu kleinen Kindern, die einfach auch in dem Konflikt nichts mehr wahrnehmen, sondern einfach nur nein, nein, nein und schreien und sich hinschmeißen und wirklich out of order sind. Wo man dann auch nicht mehr auf die Wut eingehen sollte, wenn sie dann aus Versehen was kaputt machen oder was umschmeißen oder sowas. Da muss man nur sehen, dass man sie runterkriegt, dass man sie ruhig kriegt und dass man ihnen signalisiert, ich gehe mit dir da durch. Für dich ist das echt schwer im Moment, aber
den Computer darfst du trotzdem nicht anfassen. Also diese innere Haltung, diese Klarheit, der Computer ist für dich tabu. Es ist für dich schwer zu begreifen. Wir gehen da durch, ich helfe dir dabei. Was kann ich machen, wenn Konflikte so eskalieren und so häufig eskalieren, dass ich als Erwachsene damit nicht mehr klarkomme? Also wo kann ich Hilfe bekommen, wenn ich wirklich keinen Ausweg mehr weiß? Ich finde eine Auseinandersetzung mit Konflikten, eine dritte Person aufzusuchen oder je nachdem, wie das auch mit den Eltern ist, das ist auch natürlich ein wichtiger Faktor, wenn zwischen Vater und Mutter das zum Beispiel unterschiedlich gehandhabt wird. Das ist auch etwas, was natürlich sehr konfliktreich sein kann für ein Kind. Halte ich es immer für gut, jemanden aufzusuchen, um ins Gespräch zu kommen, weil ein Außenstehender fragt noch ganz andere Dinge. Ein Außenstehender, einer, der vom Fach ist möglichst natürlich, kann das noch ein bisschen mehr sortieren, dass man für sich einen Weg findet. Derjenige, wenn man zu einer Erziehungsberatung geht oder zu bestellenden Familienzentren oder so, wo Leute sind, die eben sich damit auseinandergesetzt haben, die sagen nicht so und so müssen sie das machen, sondern die helfen dabei, dass man für sich seinen Weg findet. Eine Frau, eine Mutter, die nicht von ihrer Stimme, von ihrer ganzen Art nicht laut werden kann, der kann man nicht sagen, hau doch mal auf den Tisch. Das bringt nichts, das kann sie nicht. Aber sie hat vielleicht eine andere Möglichkeit, für sich eine Klarheit zu geben und dem Kind eine Klarheit zu geben. Das muss man eben selber für sich rauskriegen. Und dafür ist oft ein Gespräch mit einem Dritten, der außerhalb ist, unheimlich hilfreich. Mit Dritten sprechen, um selbst für sich die passende Lösung zu finden. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Es gibt kein Patentrezept für ein gelingendes Familienleben. Aber viele Unterstützungsangebote, die man in schwierigen Situationen wahrnehmen kann und auch sollte. Manchmal reicht ja schon ein kleiner Schubs, um das Familienleben wieder in bessere Bahnen zu lenken, um einfach friedlicher und freudvoller im Alltag miteinander umzugehen. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Annette.